haben derbe blaue Augen, müsstest du sagen. Ich meine, hast du dir mal angeguckt, wie krass die Augen von den Leuten animiert sind? Ja, also, die da schon nicht mehr feierlich. Aua. Alter, hörst du auf, mit deinem Nacho-Strahl mich anzugreifen? What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Nein, kein Nacho-Strahl. Master Xehanort nicht heute. Nope. Himself be caught by a thug like you. Aua. Oh, der tut weh. I got the old As if. See for yourself. I'm holding him underneath the nächste Stufe. Better show up before I lose my patience. Eine Rüstung. Ciao. Wüstenstahlbarren. Er klingt gut. Nehme ich mit. But no harm in looking. Die magischen Kerne sind nichts wert. Die kann ich loswerden. Das sind aber magische Kerne. Sie sind magisch, ja, und kernig. Das können sie das gerne sein. Wüstenstahlplatte kann ich. Obwohl, ich muss ja mindestens ein paar mitnehmen. Was kann ich denn noch machen? Feueredelstein, der scheint wieder zu sein. Magnemit. Oder Magnetit. Magnetido? Was? Flüssigkeitskondensator. Flammbare Flüssigkeit. Ich weiß nicht, was ich hier lassen soll. Deine Seele. Nee, das war ja nicht so gut. Klar, die habe ich gar nicht so häufig bekommen. Ich gehe jetzt nach Hause, fuck it. Schleim, esst mich auf und bring mich nach Hause. Alter, wie die Gegner da unten aussehen. Ein paar viele von diesen Kuben. Ein Kübüs. Kübüs? Ein Kübüs. Das ist ein eckiger Kürbis. Ein Kubus-Kürbis. Kübüs. Kübüs. Warte mal, was kann ich hier machen? Oh, den könnte ich jetzt machen. Jetzt muss ich nur noch Geld verdienen. Geil. Warte. Damit ich weiß, was ich nicht verkaufen darf. Das hier. Das hier. Cool, ich hab das schon. Fancy. Ne, Moment. Zack, 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 zack. So. So, ich will die besseren Knuckle haben. Burn Knuckle. Die will ich auf jeden Fall bauen. Die sehen fancy aus. Flop. So, was darf ich denn da nicht verkaufen? Ich glaube, bei uns ist gerade nicht mal 20 Grad. Es ist wunderschön, nicht wahr? Mhm. So soll es sein, so kann es gerne bleiben. Aber man muss sich jetzt nicht... Noni! Nee, ich muss meine Stiefel... Nugat, vielen Dank für die Bits! Stiefel! Aber muss ich nicht jetzt hier wieder auf die Weltkarte? I think so. Stimmt, ja, ich brauche nur nochmal... zur Wunschliste. Ich brauche noch... Salat. Nochmal Salat kaufen. Nee, offenbar war ich noch nicht fertig hier. Flonk, flonk. Flonk, oder? Ah. Nope, dann war ich noch nicht fertig. Sieht schon besser aus. Okay, jetzt brauche ich wirklich keine Enchantsteine mehr. Das ist schon lächerlich, wie viele ich hier liegen habe. Okay. Noni! Kappa für das Glas. Kappa für das Glas. Echo Blast, vielen Dank für die Bits. Echo Bits. So. Dann nehmen wir die mal hier. Moment, ich muss erstmal hier magnetischer sein, die können nicht viel wert sein. Das wunderbar, auf Preis nochmal 550, vielleicht kaufen sie das auch. 750 war zu teuer für das scheiß Ding, Kacke. Das ist nichts wert. 450, ich glaube. Das ist ein bisschen Geld machen. Kannst du mir so vor, da stehen die Biester da immer nur so rum, so nach dem Motto, ja, das ist fein. Die
Fettwampen? Was? Ich muss Meister Sehrnord finden? Was? Soll denn der sein? Meister Xiharanord. Du weißt schon, der Typ, der bestimmt nicht böse ist. Nein, ganz bestimmt nicht. Nee. Ich glaube, er ist missverstanden. Er wird nie und nie mal böse sein. Nee. So ein Mensch. Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass der böse ist. Nie und nimmer. Der kann gar nicht böse sein, sag mal. Ich geh jetzt pennen. Warte, Moment. Ich geh noch nicht pennen. Hol was in den Sale rein. Hier kommt. Ah, hier ist die Trashbin. Verstehe. So. Scheiße, das Vieh setzt Walze ein und es ist sehr effektiv. Walze, ja. Walzen Sie Ihres Amtes. Ach nicht, ausgehen. Da aufmachen. Njum. Nö, natürlich, der erste Kunde in Anführungszeichen ist wieder ein Dieb. War ja so klar. Hast schon draußen gewartet, ne? Hast gesehen, dass ich hier teure Ware hab, du Arschloch. Ich guck dir über die Schulter. Klaust du jetzt? Klaust du jetzt oder nicht? Klaust du? Alter, ich hab diese Diebe in diesem Spiel, ne? So dreist. Ja. Weißt du, man steht daneben und die sagen sich. Soll ich klauen? Ja. Der kennt die kein Pardon. Echt mal, Leute mit Latze sind die friedlichsten Leute. Ja, aber hier habe ich doch angefangen. Geld, Geld, Geld regiert die Welt und ich mache Geld. Geld. Ja, keine Ahnung, wie viel sowas kostet. 2000. Hey, stay hydrated, Bot. Ich habe noch nicht heute noch nicht so viel getrunken. Bitte was? Was willst du jetzt machen, großer Junge? Du musst trinken. Trinke. Du verdurstest. Du vertrocknest. Du bist eine Pappelmuse. Ja. Wieder ein. Ach, ich darf wieder Rotzblagen verdroschen. Schön. Na, klaust du was? Klaust du was? Sehe, klaust du was? Noni! SH war blöder, SH WAP, schribble. Dann nerve ich ebenso. Ich wollte gerade sagen, Nougat, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, du hast einen Anfall, aber vielen Dank für die Bits. Ich brauch Geld. Gebt mir euer Geld. Geld. Ich liebe dieses Spiel, dass man den inneren Mr. Krabs richtig rauslassen kann. Okay, 7000 ist immer noch zu viel für die Enzyklopädie des Gartens. Hä, wo soll ich denn hin? Das ist auch noch zu teuer. Vielleicht da irgendwo hoch? Nee. Hä? Wahrscheinlich irgendwo voll offensichtlich, wo man nicht dran denkt. Ja, ich soll irgendwie. Es wurde gesagt, Sehrnord ist mein Gefangener. Jetzt heißt es, ich soll da hin und gucken und ja. Wenn du wirklich nicht weiter weißt, Tagebuch. Ist immer gut. Tagebuch. Also jedenfalls so das Berichte. Äquivalent von Jiminis Tagebuch. Ja, Berichte. War ein okay Preis, das mit 460. Ich mach 1000. Noni!
Und die Kappas rollen, rollen, rollen. Einschaltungszeichen, ja, Einschaltungszeichen. Danke auch dir, Elgolas, für die Bett. Und die Kappas. Noni! Guck mal Hallo. Nach NEN Raum, der aussieht wie ein Garten. Wir kaufen heute ein. Nach einem Raum, der aussieht wie ein Garten, was? In welcher Welt bist du? Radiant Garden. Raum, der aussieht wie ein Garten. Ein Gartenstrand. Ich hab literally keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja, und jetzt klaust du dir das hier? Leck mich. So. Zack. Ich darf Kinder verprügeln, ich bin glücklich. Ich bin auch glücklich, ich habe gerade trainiert, ich habe gegessen und jetzt habe ich Eiskaffee trainiert. Geil. Geil. Oh, Eiskaffee hätte ich jetzt auch Lust drauf, obwohl ich bin bei der Kunde. Ich würde gerne ein Gläschen durch den Bildschirm reinhaben. Du musst es einfach auf dein Studiomikrofon kippen. Aber das vielen Dank für deine Spende. Raus. Na, ob ich das mache, ich weiß ja nicht. Doch, vertrau mir. Ich hab da so meine Ahnung. Okay. Was ist mit diesem Mädchen passiert? Keine Ahnung, sie hat wohl einen Elektroschock bekommen. Warum? Ich glaube, sie war einfach zu gutgläubig und hat Eiskaffee auf ihr Mikrofon gestippt. Das ist sehr klar. 40.000 Geld. Wo Dagobert war? Hä, aber da war ich doch. Musst du da nochmal hingehen? Da hieß es denn, nö, ich muss da, ne? Neue Story, Sache. Fuck Ducks! Fuck Ducks! Da muss ich ja erstmal auf Multi-Twitch hier, warte mal. Geht ja gar nicht. Ja, wir haben ja nur den Link in unserem, in den Titeln. Ja. Ach, stimmt! Oh Mann, ich vergesse immer, dass es geht. Oder du gehst in die Neuigkeiten und klickst oben auf den, in die Beschreibung des Channels. Da ist dann auch ein Link. Shit. Ja. Könnte das meinen, ich ist hätte, sick. Man könnte meinen, ich hätte irgendwie eine Idee gehabt. Vorbereitet und so. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich hab mal diesen Braten, den sie 6 Stunden im Ofen machen, vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. Und heute zeige ich Ihnen, wie Sie eine gefüllte Gans innerhalb von 15 Minuten machen. Ich hab da mal was vorbereitet. Lol. Damit ersparen wir uns 5 Stunden und 45 Minuten. Hier haben wir unsere Ente. Wenn wir das Ganze jetzt mit einer radioaktiven Strahlung machen, dann geht das noch schneller. Wenn man sie in die Mikrowelle strecken. Das Geile ist jetzt, ich schieb jetzt einfach den Stream darüber. Das ist so schön. Vivi, du bist jetzt nun offiziell ein Dual-Screen-User. Du wirst niemals wieder zurückgehen können. Ja. Ich weiß, es ist großartig. There's no turning back now. Das Ding ist, ich habe einfach so viel Platz. Vielen Dank für die Bits. Es ist so wunderschön. Like, ich habe jetzt hier einen ganzen Bildschirm. Voll mit, hier wo ich gucken kann. Also hier Multi-Twitch und so und bam. So, und auf der anderen Seite habe ich einfach Discord, wo ich mit Sabrina schreiben kann. Und dann habe ich noch Platz, um Kankolle zu spielen. Das ist großartig. Ich muss mal kurz ein bisschen Lore lesen, deshalb mache ich mir mal kurz taubstumm. Jo. Oh, I fucked it up. I fucked it up. So. Ja, das Fenster ist gerade richtig eskaliert und dachte sich so, wow, ich bin jetzt groß. Ich nehme mal Feuer. Und dann nehme ich mal. Noni! Mit viele Läufe mit. Was? Was soll ich mitnehmen? Viele Läufe mit. Ach, guck mal, das geht alles dahin. Das ist ja dandy. Was? Andy?
Dandy Andy. Ich kann die Finisher umbenennen? Have fun. Okay. Schorschgewitter. Das so. Funktioniert. Diesen Ground Pound Move, den musst du Schorsch beheben nehmen oder so. Ich muss mal was ausprobieren. Schoschaklismus. Schoschakalypse. Wah. Bam, bam, bam. Ich sehe, was Shadow schreibt und ich bin... Mann. Sag mal gleich, wie es heißt, wenn ich, weil ich nicht gucken kann. Dongelschlong! Okay, alles klar. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Nee. Man kann das tatsächlich umbenennen. Geil, wir leveln also jetzt erstmal Dongelschlong. Spüre meinen mächtigen Dongelschlong. Okay. 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 Spüre meinen mächtigen Dongelschlong. Moment, habe ich nicht gerade Schaden genommen? So gut, okay, wenn du Schaden nicht berechnen willst, spielst du nicht okay. Da unten steht das jetzt auch. Hi, Frenny. Hab ich schon vermisst? Wo ist denn mein Top-Chatter? Ich wusste nicht, dass das geht. Aua. Auf. Ah, kaputt gegangen. Merci. Sie hat lange Schule gehabt. Bis 18 Uhr, Jesus. So gymnasiummäßig, wo man dann erst um 10 nach 5 Schule aus hat. Hashtag Abendschule. Ja. Hashtag Dad's Life. Ich bin so froh, dass ich mich damals bei meiner Ausbildung nicht für Abendschule entschieden habe. Besonders, das ist ja dann meistens auch noch am Wochenende. Und da denkst du dir so, nein. Fire. Fire. Pow, pow, pow. Ich finde es so toll, dass es Handschuhe gibt und dass das sogar richtig tolle Angriffe sind. Sie haben zwar absolut keine Reichweite, aber sie machen unendlichen Schaden. Und ich kann Falcon Punch einsetzen. Immer das Beste. Au. Was? Du lebst noch? Oh. Au. Au, au, au. Ich nehme ganz schön viel Schaden. Sagt er und starb. Toll. Dead. No big surprise. 37 ab Oberstufe kann man ja so lange bleiben. Ja, natürlich. Gargoli! Weil man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Und dann soll man am besten die Hausaufgaben noch fertig kriegen für den nächsten Tag. Wer braucht schon Gargoli? Leben? Ja. Oh, und ich hab gestern... Damit kann wahrscheinlich der Andy was anfangen. Andy, ich hab gestern endlich Hammerkase bekommen. Das klingt ja Hammer. So hält es sie doch gar nicht. Oh, doch! Die kriegst du nur auf gewissen Event-Maps, also wahrscheinlich Event-Maps, hier auf gewissen Farming-Maps und ich hab ewig gebraucht. Die hat irgendwie nur eine Drop-Rate von 2,2% oder ach so. Ach ja, Moment, nee, Hamakase ist ja, ich weiß jetzt, warum ich mir dachte, so von wegen, dass die überhaupt nicht selten ist, weil das letzte, was ich gemacht habe, war ein Event. Und ich hab, als ich versucht habe, U511 zu kriegen, einfach nur U, so 10 am Hamakasus oder so mir nachgeworfen gekriegt. Ach, mir dachte, es ist zwar toll, ich mag dich ja gerne, aber 10 mal ist dann doch ein bisschen viel. Ich hätte mal gerne eine U.
Das Ding war einfach, ich hatte dann später, also ich hatte eigentlich, mache ja immer noch dieses Event gerade, wo du dann das Essen sammeln musst. Und ich hatte denn da, die Expedition 5 Quest ist mir offen. Wo war ich jetzt, verdammt? Auf jeden Fall. Essen sammeln. Ja, genau. Essen sammeln, so. Und dann habe ich dann gesehen, so, oh, neuer Monat. Heißt, 1,5 und 1,6 sind wieder frei. So, 1,5 gemacht, dann mit 1,6 angefangen. Und ich brauchte da irgendwie noch, brauchte noch zwei Nori oder so. Das sind diese Seetangblätter. Und dann fahre ich da so hin zu Point B, zweiter Run. Alles gut, S-Rang etc. Und dann bekomme ich einerseits Nori und andererseits Hamakasa als Drop. Und ich bin gestern fast, bin ich aus meinem Sessel gefallen, ey. Ich so, oh mein Gott! Das geht aus, als, das ist einfach, als wäre der übelste VIP gerade in deine Flotte gekommen, einfach. Oh mein Gott, super Rare Drop Kacke, scheiße, yeah! Yeah! Ah, für Klausuren lernen, Wer lernt denn für Klausuren? Oh, leider, manchmal musst du. Ja, dann macht das trotzdem keinen Sinn. Ich bin ganz ehrlich, wenn du für Klausuren lernen musst, dann hat der Lehrer einen scheiß Job gemacht, weil das dir nämlich nicht so gut im Unterricht erklärt hat, dass du es einfach so kannst. Ja. Finde ich zumindest. Nee, stimmt schon. Denn wenn man einfach sagen muss, so, ja, schaut euch das Thema nochmal an, damit ihr euch sicher seid, dann okay. Aber denn in vielen Punkten, da ist es ein bisschen kritisch. Critical! Mein Soundboard braucht mal gerade immer, braucht immer gerade irgendwie 6 Minuten, bis es in den Sound überhaupt rausbringt. Deshalb mache ich jetzt das Soundboard mit meinem Mund. Lord. Das ist irgendwie immer so, wenn ich OBS aufhab. OBS nimmt zu viel Systemspeicher oder so gerade, dass das Soundboard nichts mehr abbekommt. Nom nom nom, eine tasty Ake Bono! Ake Bono? Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist der Typ, ist Brake ein richtiges Arschloch. Ja. Brake, ja. Er ist immer noch sickbar, also von wie er sich verhält. Er ist immer noch. Hallo, ich bin toll. Geschichte Salven. Ich habe nur das Gefühl, er ist irgendwie jetzt hier stärker als in seiner Niemandform, sag ich mal. Naja. Naja, kommt drauf an. Du kämpfst jetzt auch gerade mit Terra gegen, ne? Ja, du hast ein komplett anderes Kampfsystem halt. Beziehungsweise du spielst mit einem komplett anderen Charakter. Damals Sigma hat er gegen Sora gekämpft, du kämpfst jetzt gerade mit Terra. Und die haben ja auch komplett unterschiedliche Kampfstile, beziehungsweise Arten, wie sie denn Angriffen ausweichen etc. pp. Deswegen kann man das gar nicht direkt vergleichen. Klugschlagmodus ist auch. Ich find's mal schön, dass jeder diese scheiß Insta-Kill-Moves hat, ey. Okay, 550 ist nichts wert. Ich behalte nochmal die 10er-Stacks, damit ich sie vielleicht in andere Items verwandeln kann. Aber... Und Leute, ich hab grad gesehen, 10.000 Seifen einfach. Ja, und du kannst dann nicht raus. Also, das ist schlicht und greifend ein Insta-Kill-Move. Reflex hast du nicht? Nö, sowas gibt's ja nicht. Das hat hier Aqua nachher. Jetzt blocken können, aber sobald er dich einmal hat, ist ja Ende. Aber Terra ist einfach, versuche den Gegner schneller zu besiegen, als er dich besiegen kann. Das kann man mal wegschmeißen, ist noch Platz für den Sand. Sand in meinen Taschen? Taschensand! Unglaubliche Mega-Fähigkeit. Pocket Sand Pump! Ja, genau. Das ja, genau. Geheimer Sand! Ich frage mich, ob das wirklich mal jemand gebracht hat. Jemand einfach Sand ins Gesicht werfen. Einfach so Batsch. Eisen Mimic! Du beschießt mich mit Geld! Das macht man doch nicht! Alter! Alter, das ist Greed. Schön. Ich glaube, ich sollte mich hier rausporten, weil ich sterbe sonst. Ja, und fuck it. Ja, 3 HP, knapp. Das gehe ich lieber. I can see you. Komm gefälligst hier runter, du feiges Schwein.
Du Geldgeiler. Nein, danke. Das war mir ein bisschen zu viel Zeug, was da gerade rumflog. Ich meine, ich mag ja Geld, aber das war ein bisschen zu viel auf einmal. Und 2000 war zu gut. Okay, dann machen wir 4000 drauf. Meine Güte. Also, ich mache auch 2000. Aber es geht mein Finisher wieder nicht durch wegen dem Arsch, weil er sich da oben wieder verkriecht. Wie so ein kleines Schweinchen. Ja. Das macht er gerne. Geiler Typ, ey. 3 Jahre später. Mach mal den Shop auf. Hallo, liebe Leute. Wir haben wieder Zeug. Ich finde gerade den Kontrast mega lustig, wie bei Shadow einfach gerade jemand verprügelt wird, das von Action so bam, bam, bam. Dann guckst du unten bei Andy und dann so, du, ich verkaufe. Ja. Gut, gerade eben habe ich noch gegen eine Mimik gekämpft, also. Sehr gut. Oh, come on! Gib mir euer Geld! Oh, 31.000, das ist so gut! Okay, das gefällt dir nicht. Also, welcher Gegenstand? Moment, den brauche ich zum Schmieden. Raus damit. Ich will hier nichts verkaufen. 1.500 ist zu viel. Dann machen wir 1.000 raus. Dann machen wir 100 raus. Oh, fuck. Komm schon, sorry. Resistentes Glas. Oh, ja! Get dunked on! Dickhead! Ich müsste ja nicht auch noch was reinschmeißen, ne? Also ohne Hast, wo du durch mit Ventus kriegst. Also mit. Ne, du bist einfach so unglaublich bulky. Ja. Headshot! Oh, so ist das passiert! So hat er seine Augenklappe bekommen. Das hat Terra ihm verpasst. Oh, und dann boing, boing, boing. It makes so much sense now. Einen absoluten Headshot kassiert. You have taken yet another step forward. But I was consumed by anger, hatred. Na, was willst du klauen? That was the power of darkness. Natürlich gehst du jetzt für das letzte. Nope, meins. Oh, das habe ich zu günstig verkauft, okay. I succumbed to it. Just like when I stole Princess Aurora's. Echt, wo er da gerade weggesprungen ist, einfach hinterlegen. Gummibären! Hüpfen hier und da und hüpfen. Fancy. Ich sag ja, Birth by Sleep ist an so vielen Punkten richtig cute, muss man ja mal sagen. Allein schon bei Schneewittchen, wo die böse Königin, was auch immer, zu Terra sagt und einfach nur sagt, bring mir ihr Herz. Und Terra denkt sich so, ihr Herz, also metaphorisch. Und sie denkt sich so, nein, literally ihr Herz. Reiß es ihr raus. Ich finde diese Stelle einfach, das werde ich auch nicht vergessen. Oh, Ericus ist bestimmt nicht square rückwärts. Off. Bitte was? Okay. Jan Sid ist bestimmt nicht Disney rückwärts. Namensgebung. Wo ist es da? Okay, das war jetzt das vorher überhaupt nicht gemerkt. Oh mein Gott. Moment, du wusstest das echt nicht, Vivi? Nein, ich wusste es nicht. Dass Ericus nicht gerade square rückwärts ist? Nein, ich hab... Auch das mit Jan Sid nicht? Master Xehanort. Nein, auch... LOL! Jan oh mein Gott, Sid, nein. Disney! Nee, I fucking did not know! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nana! Das ist ohne Kacke, oh mir das. I did not know!
Ich hab grad die. Ich hab die Infos bekommen! Ich hab grad so die sicken, delicious Infos bekommen. Also, nein, nicht Infos, aber so richtig Mindfuck, dass ich vorher einfach nicht wusste. Du kennst doch aus Spare Sleep diesen Lehrmeister da, diesen Erakus, ne? Den Lehrmeister von Terra, Aqua und Ventus. Ja, genau. Wenn du den dann umdrehst, dann heißt das Square. Sie guckt sie wahrscheinlich gerade an, ernsthaft, das hast du jetzt erst rausgefunden. Ja, und pass auf, jetzt geht's noch weiter. Und wusstet ihr, dass Terra rückwärts Aret heißt? der Meister von Mickey, ne? Jensi, wenn du das rückwärts liest, dann steht der Disney. I can't do that, Ben. Square Enix. I just... When I really need you, Ben. Nein. Das gerade zu niedlich. Ja. Das ist so krass, ich wusste das nicht, Mama. Oh Gott. Das, hey, das ist cool! Jetzt Seth heißt Disney! Thanks, Ben. Oh mein Gott. Das ist cool, fuck! Wusstest du, dass das Disney heißt? Schöne Kratze. Und rückwärts heißt Terra. Aret. Aret, Aret. Hi. Hey, you are cute. Oh komm, Nana, jetzt tu doch zumindest so ein bisschen beeindruckend. Ich war gerade so glücklich darüber, das rausgefunden zu haben. Und wollte das jetzt mit dir teilen. Einfach damit ich in Ruhe sterben kann, weißt du, der Seelenfrieden ist wiederhergestellt. Und jetzt sagst du so das im Motto. Okay, okay, fine. Vor allem Seanot steht da so nach dem Motto: Oh, mein Rücken, dieses Schwert, halt das mal bitte. Höre ich richtig, dass es Vivi ist? Hat es nicht mit der Stimme? Ja, es ist Vivi. Und oh mein Gott, ich wurde erkannt! Wow. Und bei Vivi im Hintergrund ist die Nana, die man kaum hört. Ja, das ist Nana, genau. Ich glaube mal, auch wenn Vivi denn selber streamt, wird das ein bisschen klarer dann werden. Nee, es wurde doch gerade gesagt, von wegen hier, es wurde gefragt, so 2042 werden sie dann endlich anfangen zu streamen. Und die waren leise im Hintergrund, hört, das ist Nana. Ich habe zu tun, komm in 5 Tagen wieder. Alter, du hast mir vor 2 Tagen gesagt, dass ich in 2 Tagen wiederkommen soll. Die attraktive männliche Stimme, ja, das bin ich. Alles klar, Nana. Yes, es ist Zeit für ihn.